Gerald Wack-Holbinger. Du bist Mitorganisator beim Christustag 2015. Worauf freust du dich selbst am meisten? Nach all der Vorbereitung dieses großen Festes freue ich mich eigentlich schon auf diese wunderbare Gemeinschaft. Christinnen und Christen aus dem ganzen Land, aus allen Hintergründen, Bereichen, Kirchen, Freikirchen, dieses bunte Zusammenkommen und gemeinsam den Glauben feiern, Jesus erleben, also auf das freue ich mich total. Das wird auch mich selber, mein Herz wahrscheinlich sehr berühren. Es sind ja auch einige sehr bekannte Personen dabei. Ja, natürlich im Festakt wird Kardinal Schönborn unter anderem auch einen Beitrag bringen, aber auch Bischof Bünker von der Evangelischen Kirche, der Vorsitzende der Freikirchen Österreichs, Pastor Walter Klimt. Die Hauptbotschaft wird von, ich würde ihn als den Vater der Christustage bezeichnen, Hans-Peter Nüesch aus der Schweiz, der bei uns vielleicht jetzt noch nicht so bekannt ist, aber die Christustage in der Schweiz waren so gut besucht, dass sie zum Teil tausende Menschen nach Hause schicken mussten aus den Stadien, weil die Menschen wirklich hingeströmt sind und Jesus feiern wollten. Wird die Gefahr bestehen, dass in Linz nicht alle Platz haben? Ich hoffe es. Na, wir sind ganz bewusst auf einen großen öffentlichen Platz gegangen. Natürlich fährt dort auch die Straßenbahn durch und es ist Öffentlichkeit, es ist an der Donau. Die Menschen werden einfach die Möglichkeit haben, eben dabei zu sein. Und das war uns ganz, ganz wichtig. Wir sind nicht in eine Halle, nicht in eine große Kirche gegangen, sondern auf einen öffentlichen Platz, weil wir finden, das Christuszeugnis muss einfach unter das Volk sozusagen. Und jeder, der dazu kommt und jede, soll die Möglichkeit haben, sich dazuzustellen, egal ob jetzt sozusagen aus Interesse oder einfach, weil sie voll begeistert dabei sind. Das klingt alles sehr spannend. Wie kann man sich dort selbst einbringen? Ja, am besten, indem man natürlich selber hinfährt, andere dafür begeistert, in der eigenen Gemeinde Werbung dafür macht, einen Gemeindeausflug organisiert, postet auf Facebook, Christustag.at, die Homepage anschaut und anderen weiterempfiehlt. Also einfach den Gedanken mittragen und möglichst andere auch dazu einladen und begeistern, mit dabei zu sein. Und zwar wirklich auf ganz, ganz breiter Basis. Egal welche Kirche, welche Freikirche, welche christliche Gemeinschaft. Es wäre ein wunderschönes Signal, wenn dort in ganz großer Fülle und Breite die Christen des Landes einfach ein Statement setzen. Eine der besonderen überkonfessionellen Veranstaltungen im letzten Jahr war der Marsch für Jesus in Wien. In Linz soll es auch einen Marsch geben. Ja, der ist eigentlich dazugekommen zum Christustag, weil die in Wien dabei waren beim Marsch für Jesus so begeistert waren von dem, was sie dort erlebt haben, dass sie gesagt haben, zu dieser Großveranstaltung Christustag sollte es eigentlich auch einen Jesusmarsch geben. Wir nennen inzwischen den Jesusmarsch zum Christustag. Es wird ganz einfach so sein, dass um 13 Uhr am Nachmittag an diesem Pfingstmontag ein Treffpunkt ist in der Nähe vom Hauptbahnhof in Linz beim Volkspark, Volksgartenpark, und dort über die Landstraße ein großer Jesus-Demonstrationszug sozusagen zum Hauptplatz in Linz sein wird zu diesem Christustag. Und so kommt auch beides wunderschön zusammen. Jesus und Christus, sozusagen beide Namen unseres Herrn, werden dann auch hier hochgehalten. Christustag selbst ist, wie gesagt, für Jung und Alt. Es beginnt mit einem Familienfest um 14 Uhr am Hauptplatz, ein Mitmachkonzert für die Kinder. Es gibt super tolle Möglichkeiten auch für als Familie dort teilzunehmen. Der Haupt- oder Festakt wird dann ab 15 Uhr sein am Hauptplatz in Linz. Dort werden auf künstlerisch hochwertige Weise die 7 Ich-Bin-Worte Jesu inszeniert werden. Es wird Lobpreis geben, es wird aber auch Aktionen geben, wo wir einfach erleben werden, dass wir ein Leib in Christus sein können. Und dann ist eine Pause zum Abendessen und zum Stärken, und vielleicht werden ein paar nach Hause fahren, aber es werden ganz viele dazukommen, weil am Abend wird der Linzer Hauptplatz gerockt, würden die jungen Leute sagen, Planet Shakers. Planet Shakers, eine ganz weltweit bekannte Lobpreisband aus Australien, wird kommen und dort ein Konzert geben. Und das wird ein Mega-Event für die jungen Leute sein.
vergangenes Jahr sind 12.000 junge Menschen aus ganz Europa nach Stuttgart zu einem Konzert der Planet Shakers gefahren. Also wenn Linz das verträgt, wäre es super.